Clara Schirmer ist das Opfer eines brutalen, menschenverachtenden Regimes. Wir als Schule, als Schulze-Delikt-Schule, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, wollen heute ein Zeichen setzen. Die Schülerinnen und Schüler der HH2 haben beschlossen, die Patenschaft für den Stolperstein für Clara Schirmer zu übernehmen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir heute ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen dürfen. Und ich übergebe jetzt an die Schüler, die gerne auf die Tische kommen. Zudem bekamen wir am 4.2.2015 Besuch von der Zeitzeugin Frau Schirmer Schaffner, wo sie den Schülerinnen und Schülern der Schulze-Delitzsch-Schule einen persönlichen Einblick in die Zeit vermittelt hat. Dies regt uns umso mehr an, einen Stolperstein-Patenschaft in Wiesbaden zu übernehmen, da die aktuelle Situation der Flüchtlinge uns sehr auf die damalige Zeit erinnert, setzen wir uns für geflüchtete Menschen ein. Dies zeigen wir in vielen Projekten als Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Wir danken allen, die gekommen sind und somit unser Projekt unterstützt haben.